Gut. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es einen neuen Auftrag, aber der sieht ein bisschen anders aus als sonst. Normal ist es so ein Rufzeichen, ne? Nicht. Das macht es nur schlimm. Aber der hat so ein komisches Plus am Kopf. Hey, du da! Lauf dich einfach vorbei! Ich warte doch, bis du fertig geredet hast. Sorry. Kannst du mit dem Schwert da umgehen? Ja. Ach, natürlich. Ich wette, du bist ein Söldner oder sowas. Jetzt fragt sich nur, bist du bereit, es zu benutzen? Eine Herde edler Chocobos braucht nämlich Hilfe. Oh, da bin ich sofort dabei. Ganz genau. Wilde Vögel, na, die großen. Und sogar nicht nur irgendwelche Chocobos. Weißherz und ihre Herde sind die mutigsten Geschöpfe, die es gibt. Sie beschützen Reisende vor Banditen und anderem Gesindel. Chocobos bekämpfen Banditen? Es ist wahr. Erst gestern haben sie mich vor einer ganzen Bande gerettet. Brutale Kerle waren das. Und jetzt sind sie zurück und wollen Rache nehmen. Komm schon, steh da nicht einfach rum. Geh und hilf ihnen. Bin sofort dabei. Na gut. Du bist ein guter Junge. Wo finde ich diese Chocobos? Vorhin haben sie den Weg da drüben gekreuzt. Die elenden Bastarde wollten die armen Dinger wohl zum alten Dock scheuchen. Das ist eine Sackgasse. Rette Weißherz und ihre Herde, hörst du? Einen kühneren Vogel gibt es nirgends. Für uns hier ist sie eine Heldin. Und keine Sorge, du erkennst sie schon, wenn du sie siehst, ganz sicher. Wenn du das sagst. Dann viel Glück. Verpass diesen Taugenichtsen eine ordentliche Abreibung. Oh, die kriegen so richtig einen ab, sag ich dir. Die kommt nicht mehr nach Hause. Wer Chocobos einen reintut, das geht doch gar nicht. Hallo, die Chocobos, sie passen sogar auf Leute auf. Was ziemlich cool ist, wenn ich sagen darf. Weißherz. Ungewöhnlich für einen Chocobo. Sehr ungewöhnlich. So, das ist hier gleich um die Ecke. Okay. Das muss jetzt sein. So, wo gibt's Probleme? Ich habe gehört, hier sind Chocobos, die Probleme haben. Ich sehe da nur ein paar Skorpione oder sowas. Ah, da. Eine weiße Feder. Ich dachte, Ambrosia wäre die Einzige. Apropos tapfere Vögel. Sie sind wohl da lang. Falls ihr nicht mehr erinnert, Ambrosia war der Schokopo von Clive, ganz, ganz am Anfang des Spiels. Da lang sind die Schokopos gelaufen. Gucken wir mal. Diese Chocobos scheinen sich wehren zu können. Oh, ordentlich. So muss das. Da liegen schon zwei. Oder da lagen schon zwei. So ist es ja richtig. Oh. Da sind sie. Du bist umzingelt, Federchen. Du hast wohl gedacht, du wärst uns los, was? Wir hatten mächtig Ärger wegen dir. Aber irgendwer wird uns jetzt schon gut dafür bezahlen, deinen Kopf an seine Wand zu hängen. In dieser Gegend eher nicht. Ja, das stimmt. Ach, wie kommst du darauf? Weil sie für die Leute hier eine Heldin ist. Tut ihr ihr weh, dann tue ich euch weh. Leck mich! Oder weißt du was? Wir tun euch einfach beiden weh. Na gut. Aber ich habe euch gewarnt. Ja, er hat sie gewarnt. Und zwar Derbe! Weckt euch! Euer Gegner? Das wäre zu einfach gewesen. Erstmal ein Jagdhund erlegen. Da kommen die ganzen Jagdhunde her. Und du, mein Freund, du bist auch neu. Ein Jäger. Ab.
erstmal den kleinen weg und dann können wir uns mit unseren großen. Hep! Und hep! Ich hab ein bisschen Magie, bin ich, mein guter. Schön auf Reichweite halten. Und jetzt. Kriegst du auch das Fett weg. Yep, yep, yep. Oh, 30 mal krallen das. Nice. Hey. Erzählig. Hauptsache, ich chill, sagt dazu nichts, was interessant ist. Hoppe! Kennen wir das Team sehr ruhig. Hey! Hopp! Oh! Der zweite Schwung habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hopp her! Na komm, wieder ausgewichen. Anscheinend nicht gut genug! Der kriegt sein Fett weg. Happy. Nee, nicht mehr. Dankeschön. So, und kommt nicht wieder. Vor allem, wenn es um Schokobus geht, da verstehe ich gar keinen Spaß. Jetzt ist alles gut. Weiß Herz, nehme ich an. Kennst du sie etwa? Diese Narbe. Das kann nicht sein. Ambrosia? Ambrosia? Du bist es. Du hast überlebt. Deine Herde. Hey, hast du es geschafft? Ich dachte, ich schau mal, ob du zurechtkommst. Oh, du hast die Schweine also erledigt. Ich wusste es ja. Und die ganze Herde hat nicht einen Kratzer. Glücklicherweise. Und nicht nur das. Das ist richtig cool, dass Ambrosia überlebt hat, all die Jahre. Ich glaub's nicht. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass unsere Heldin früher ein Reittier gewesen sein könnte. Aber natürlich passt sie zu einem tapferen Kerl wie dir. Unsere gefiederte Freundin muss sich einiges von ihrem Herrn abgeschaut haben. Sie ist genauso heldenhaft wie du. So ein Schokobo kostet aber eine ganze Menge. Bist wohl ein Adliger, was? Also, ich... Entschuldige, ich wollte nicht aufdringlich sein. Egal wer du bist, du hast mir geholfen. Was ist denn? Sie will ihren Herrn zurück, schätze ich. Na bitte, ihre Freunde sind einverstanden. Wirklich? Du kommst mit mir? Na also, wenn das mal kein rührender Anblick ist. Ich muss es heute Abend den Jungs im Federbett erzählen. Oh, warte hier kurz auf mich. Okay.
Ah, Reizzeug mitgebracht, der Guter. Steht dir wirklich ausgezeichnet, oder? Ja, das tut es. Was schulde ich dir? Ach, das bisschen Leder gebe ich Weißherz doch gerne umsonst. Natürlich bin ich traurig, dass sie uns verlässt, aber niemand verdient es mehr als sie, ihr Glück zu finden. Keine Sorge, wir schaffen das schon alles auch ohne sie. Hörst du, Weißherz? Du hast dir eine Abwechslung verdient. Viel Spaß beim Reisen mit deinem Herrn. Jetzt, wo ich dich richtig ansehe, kommst du mir aus irgendeinem Grund bekannt vor. Genau! Als diese Chocobos meinen Wagen umgeworfen haben, warst du... Nein, das kann nicht sein. Das war damals ein Träger. Vielleicht mein Doppelgänger. So wird's sein. Das war er. Diese ganze Aufregung tut mir nicht gut. Ich bin ja schon völlig wirr. Ignoriere mich einfach. Nun denn, ich muss weiter. Ganz viel Glück euch beiden. Dankeschön. Da das Kleine, wie ich gesagt habe, das war ich. Das wirkt wie... Bleib erstmal bei deiner Herde. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Heißt das, wir haben jetzt einen Schokobo, den wir jederzeit rufen können? Das ist cool. Also ist cool. Ein ritterlicher Vogel. Guter Name für eine Sidequest. Ambrosias Sattel, so kann man bekommen. Ja. Schön. Und den Schokobo freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt jederzeit die gute Ambrosia rufen. Cooler Sacke. Nach 18 langen Jahren sind Clive und Reinfolk endlich vereint. Eine lange Zeit. Halte R3, wer euch im Freien befindet, um Ambrosia herbei und X, um aufzusteigen. Darf ich das mal ausprobieren? Komm her, Ambrosia. Wir können eine Runde reiten. Woo! Pfleg, Ambrosia! Ui, ja, die ist flott unterwegs. Und ich nehme mal an, es ist wie früher, wenn man auf dem Schokobo reitet, dass die Gegner einen nicht angreifen. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Aber ist das cool oder ist das cool? Ich sag euch, das ist cool. Okay, die Gegner können einen angreifen, während man reitet. Und die gute Chill hat auch einen gelben. Das ist richtig nice. Und da werde ich mich lange Zeit beschäftigen mit Schokobo reiten, weil hier kann man manchmal so Items finden. Aber jetzt mal, hier gibt's anscheinend nichts mehr zu tun. Gehen wir zurück zum Versteck. Also das war meine Sidequest, die war schön überraschend. Oh, stimmt, ich muss nur schauen, was ich mit diesem grünen Zeug da anfange, was ich das haben mit den Sidequests da. Wo ist Gav? Aber nicht bei allen. So, hi Chill, alles in Ordnung? Gav sollte eigentlich schon zurück sein. Ja, der ist auch zurück. Oh, Moment, warte, bevor ich jetzt hier zu Gav gehe, ich will kurz mit den guten Mugri reden. Vielleicht sagt er diesmal etwas mehr. So geht es, Martha, gut. Also, was ist das hier? Hey Vivian, du hast ein neues Zeichen. Bist du für einen meiner Vorträge hier? Ah, das ist, wie es die Lage ist in Valistea. Was möchtest du denn wissen? Ach du Heilige. Bei Vivian im Kartenzimmer kann Clive mehr über die Lage Valisteas erfahren, sich ihr Vorträge noch einmal anhören oder sich ein genaues Bild über die Verbindungen zwischen den Charakteren machen. Kann ich da mal reinschauen? Bitte, nur zu. Das sind die Charaktere in Final Fantasy 16 und der Beziehung untereinander. Ah, wichtige Ereignisse. Und hi, 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 hi. Hier ist der Schokobo, Ambrosia. Okay, der Clive bildet einen guten Wortner aus. Hier ist Joshua, der Gute. Ai, da kann man... Das war... Vor lange Zeit, dann kann man ein bisschen vorspulen. Was passiert ist, was nochmal passiert ist, nochmal Jahre später, noch, da bis jetzt aussieht. Gegenwart.
Ja, da ist so einiges Wesen. Und hier ist Ultima, das mysteriöse Wesen. Kann man sich auch zu jedem Charakter ein bisschen reinlesen. Ich sehe schon, die letzte Stunde, ganz am Ende des Let's Plays, die wird ein bisschen länger dauern. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. Ah, danke. Ist in Real Life nicht anders. Das ändert sich stetig. Heute ist es so, morgen ist es komplett wieder anders. Okay, nicht komplett, aber es geht in die Richtung komplett anders. In Rosaria soll irgendwas. Es ist einfach nur crazy. So, mein guter Mokri, wo warst du nochmal? Schande über mich, dass ich das vergessen habe. Meinst du, den können wir streicheln? Ja, ihr könnt den guten streicheln. Oh, erstmal Brieflesern. Wir haben Post. Was und Schokobo heißt. Von Chill. Es tut mir leid, dass ich dir immer wieder diese albernen kleinen Briefchen schreibe. Das ist der erste, den ich lese. Ich wünsche, wir hätten mehr Zeit, um mehr persönlich miteinander zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir jeden Tag, den wir zusammen verbringen, zwei weitere getrennt voneinander ertragen müssen. Ich war so froh, als ich von deinem unerwarteten Wiedersehen mit Ambrosia Weisheit gehört habe. Du warst dabei, Chill, okay. Du hast mir einmal erzählt, wie sie sich in jener Nacht am Phoenix so geopfert hat, um dich zu beschützen. Und so viele Jahre später finden wir heraus, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht aufgehört hat, andere zu verteidigen. Manche Dinge ändern sich eben nie, oder Clive? Nee. Manche Dinge ändern sich einfach niemals. Und ein Sattel gibt es hier auch zu betrachten, habe ich gehört. Meine Erinnerungen. Ah, da links. Ambrosias Sattelzeug. Das ist cool. Habe ich gar nicht gesehen, gerade am Mac. Wo war nochmal der Mokri? Der war doch hier rechts, oder bin ich jetzt komplett gaga? Ja, der war in der Theke. Meine Güte, sage ich dann nur. Ich muss mich erstmal in diesem neuen Versteck orientieren. Ich glaube, das ist verständlich, dass man neues Versteck erstmal ein bisschen kennenlernen muss, sag ich mal. Da sage ich jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich hier öfter im Kreis gehe. Ich bin halt ein Kreisgeher. Da bist du ja, mein lieber Nektar. Was? Noch nicht freigeschaltet? Ernsthaft? Okay. Ich dachte, es ist freigeschaltet, weil ich den jetzt besiegt habe, diesen Rang C. Der war aber auch nicht ohne. Na, gucken wir mal, vielleicht später. Erstmal mit Gav reden. Der gute Gav. Lange nicht mehr gesehen, mein Guter. Ah, Clive, hab ich dein Lächeln vermisst. Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gav? Mittlerweile solltest du ihn kennen, raue Schale, weicher Kern. Nun setz dich, du Esel. Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung Sanbrek den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif hier im Kristalldominium.
Großteil der dalmekischen Armee wird schon nach Dichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor. Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten 5 Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und das wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der 7 Hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den 10 Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Scharfsinn verhalf ihm zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Na, klingt nach einem Plan. Worauf warten wir denn noch, ne? Hä? Hm? Das klingt nach einem Plan. Ein Kristall weg, 4 noch übrig und einer, der unbewacht ist. Hoffentlich unbewacht, sag es so. Ottos Theke freigeschaltet. Ah, jetzt ist es da. Neue Einrichtungen. Die Kunde aus den Landen zum stillen Stifter und das Jagdbrett. Alles in Ottos Messer. Ich dachte schon, das kann nicht lange dauern, bis das freigeschaltet ist. Und jetzt ist es soweit. Dann schauen wir mal rüber. Worauf warten wir? Dann schau mal in Rosaria soll irgendwas passiert sein. Ja, Rosaria ist immer viel los, habe ich gehört. Ach, der Besen ist genauso. Ja, Hallöchen. Okay, was haben wir hier? Smarta Gute? Erstmal. Hallo? Wie geht's, wie steht's? Sag mal, Haus, was gibt's? Willst du mal gucken? Quests? Hier nix. Da auch nix. Nix los, wow. Immer was zu tun, hm? Und dann hier die Desire. Hallo Clive, willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledern seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Geschenke? Gib mir damit. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Ah, dafür ist er rum da. Für das Abschließen von Nebenaufträgen erlenkt Clive Ruhm. Was anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung seiner Sache zukommen zu lassen. Sprich mit Desiree beim stillen Stifter in der Messe des Verstecks, um Spenden anzunehmen oder zu erfahren, wie viel Ruhm du gesammelt hast. Und für ein bisschen Ruhm kann man immer wieder was kriegen. Hier gibt's einen Berserkerring. Gibt man den Ruhm jetzt aus oder behält man den? Ich will ihn mal kurz austesten. Bitteschön. Danke. Okay, behält man. Dann haben wir Stadtgespräch. Euer fröhliche runden Geächter und ihr tollkühn Treiben ist bei den Damen des Hofes in aller Munde, was? Genau, jetzt haben wir ein Ding von Wert zusammengetragen, auf das ihr euer Zukunft, euer edles Tun fortsetzen mögt. Eine verzückte Witwe. Okay. Und dann haben wir hier Respekt. Der Mitglied unserer Kompanie geht über Ehre über alles. Sie gebietet es uns, unseren Dank auszusprechen, wann immer es angebracht ist. Wir mögen Martha dieses Mal enttäuscht haben, aber noch einmal wird uns dies nicht passieren. Die Blutbeile. Herr Albert, Dankeschön. Hier, bitte. Okay, ich brauche mehr Ruhm und beim nächsten gibt es den Berserkerring. Da bin ich schon gespannt. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Dankeschön. Oh, mein lieber Mokri, haben wir jetzt zum Gespräch? Ich hab dich gesucht, okay. Worum geht's, Nektar? Ich
Ums Jagdbrett? Hier schlagen die Fluchbrecher Aushänge an, wenn sie besonders gefährlichen Kreaturen begegnen, die sie vom Erfüllen ihrer Missionen abhalten. Schließlich lässt sich mit der richtigen Planung jede Gefahr anpacken. Wolltest du das wissen? Oh, gerne doch. Verstehe. Du hast schon recht. Nektar der... Furchtlose. Die Menschen in Valestea haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das Letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, dann werde ich es tun. Oder zumindest werde ich es versuchen. Gerne, frage ich dich gerne. Na, da nackt das irgendwie lustig. Was hier? Über die Abenteuer von ihm? Nicht, dass ich wüsste. Erzähl mal. Also, super. Ja, der ist irgendwie lustig. Gut, sag mal her. Das Jagdbrett. Berichte über schreckliche Bestien, die die Gegend unsicher machen, werden am Jagdbrett ausgehängt. In der Hoffnung, dass sich furchtlose Helden wie Clive der Sache annehmen und diese berüchtigten Gefahrendenker rausmachen. Und in dem Fall haben wir Ariman erledigt. Der war ziemlich... Ja. Was gibt es hier noch? Der Engel des Todes. In San Precis, der. Ein Moment. Es gibt hier jetzt keine Annahme oder so irgendwie da so eine Notiz hier. Darum schreibe ich mir das mal ganz kurz auf. Ein Moment. So viel Zeit muss sein. Das war Nummer 1 und da haben wir noch einen Fratzenteufel. Aber ich will nichts sagen, aber ich hätte hier so gerne so ein System, was sich sagt, ich nehme das an und ich kann jederzeit sehen, wo dieser Auftragsort ist. Ja, das vermisse ich hier ein bisschen, ehrlich gesagt. So. Und wow, der Fratzenteufel ist schon Rang B. Oh, das wird ein Spaß. Die Frage ist, wann soll ich die angehen? Soll ich die direkt jetzt angehen oder... Na gut, jetzt kann ich nicht. Obwohl, kann ich? Wir können hier nur nach Rosaria. Da ist nur der eine... Nach St. Breck können wir anscheinend nicht. Okay, aber ich sehe hier im Versteck, gibt es irgendwo eine Sidequest? Ah, da hinten. Im Garten. Da hinten war ich ja noch nicht. Kann man mal vorbeischneiden. Ach, der Besen ist genauso strohig wie Gutschies. Oh, und halt euch schön, lasst euch doch mich nicht stören, bitteschön. Dankeschön. Ach stimmt, ich habe ein neues Musikstück gekauft. War ja teuer genug. Guck mal rein. Soros Faded Form. Ah, das ist die Musik. Und uiuiui, hier gibt es auch viel, viel, viel. Ah, lass mal aufschwärmen, das passt hier am besten. Ja, wenn ich schon mal da bin. Ich habe ein paar Items bekommen. Hast du was Neues, mein lieber Kuschleton? Wie kann ich helfen? Sag mal ja. Was willst du? Kann ich Neues machen? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Dachte, ich habe jetzt irgendwas Neues, aber nope. Was das? Vielleicht später. Gut. Gut, das ist da hinten irgendwo.
ein langer, langer Weg zum Garten. Ein sehr langer Weg. Hat eine Blume überhaupt so? Das ist eine gute Frage, meine Gute. Hat eine Blume überhaupt Durst? Kann sie Durst haben? Hat sie überhaupt Gefühle? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Aber durstig können Pflanzen sein, wenn sie ausgetrocknet sind. Nicht mehr lange, Martell. Bald werden sie deine Äpfel probieren. Hallöchen. Sid, ich hatte gehofft, dich zu sprechen. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, nun, wie du weißt, versuchen wir, hier unten Obst anzupflanzen. Schön, dass uns das aus dem alten Versteck geblieben ist. Martells ganzer Stolz. Es war nur ein Sprössling, den sie aus den Trümmern gerettet hatte. Doch nun sieh ihn dir an. Ihre Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich habe mich drum gekümmert, nachdem sie, naja, gestorben war. Und jetzt sind die Früchte endlich reif. Und nicht nur das, sie sind richtig lecker. Süß, wie sie jeder mag. Martell hat das Bittere rausgezüchtet. Beeindruckend. Die Neuigkeit wird sicher viele hier freuen. Ich finde, die erste Ernte sollten die Fluchbrecher bekommen. Für alles, was sie fürs Versteck tun. Kannst du ihnen bitte welche bringen? Ist am besten, wenn du das machst. Wieso? Aber warum nicht? Es wäre schön, auch mal gute Nachrichten zu überbringen. Ah, vielen Dank. Die Fluchbrecher lagen ihr immer besonders am Herzen. Sobald sie versorgt sind, soll jeder einen Bissen abbekommen. Bitte schön. Die Sorte soll Martell heißen, damit wir sie nie vergessen. Das war nett. Hast du gehört, Martell? Heute ist es endlich soweit. Ich will nichts sagen. Ein Baum wird für das gesamte Versteck, glaube ich, eher nicht ausreichen. Aber trotzdem irgendwie nett, dass er die Sorte Martell nennt. Das ist cool. Das ist nicht. Er hat sich immer um den Garten gekümmert im alten Versteck. Falls euch nicht mehr dran erinnert. Lang, lang ist her. Na gut, jetzt nicht so lang, aber für euch wahrscheinlich. Yep. Oh, wo sind die Guten? Oh, jetzt darf ich einmal rundherum gehen. Bitte lass mich durch, dankeschön. Ich spiele hier mit dem guten Durgal. Macht ruhig weiter. Lasst euch durch mich nicht stören. Im Rosaria soll irgendwas passieren. Oh, wer mag frische Äpfel, frische Martell-Äpfel? Ich habe gehört, ihr sollt sie kriegen. Hallöchen. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr Hunger. Hier, mit besten Grüßen von Martell. Ja, die Äpfel. Martell. Kenne ich doch irgendwoher. Das war doch die Gärtnerin. Verflixt, du hast recht. Etwas seltsam war sie. Vernarrt in ihre Pflanzen. Ja, und tapfer war sie auch. Sie ist doch wegen der Pflanzen zurück ins Versteck gelaufen, als Titan angegriffen hat. Moment. Sind das etwa Äpfel von den Pflanzen? Das gibt's ja nicht. Sie wäre stolz darauf und das zu Recht. Danke, Sid. Bitteschön, und gönnt euch, ja? Nächster. Ein Geschenk aus dem Garten. Für dich. Ich habe noch ein paar. Äpfel verteilen für alle. Nom nom nom. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe keinen Apfel mehr gesehen seit... Nur der alte Sid hat die sauren Dinger vertragen. Er hat sie direkt vom Baum gepflückt. Zum Ärger von Martell. Aber wer konnte schon lange wütend auf ihn sein? Klingt nach dem Sid, den ich kannte. Ihr hattet wohl vor, die alle für euch zu behalten, was? Moment. Sind das etwa Martells? Ich bin froh, dass jemand ihre Arbeit weiterführt. Es war sicher nicht einfach für sie im Totenland. Martell wäre sicher glücklich zu wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt.
Clive, sag unten im Garten Bescheid, dass sie mir auch welche bringen sollen. Sag es bloß, ich muss jetzt noch mal runter. Nicht mal ein Dankeschön. Nun, ich habe gute Manieren. Danke, Sid. Du kannst den Korb hier lassen. Ich gebe den anderen was ab. Oh, und richte dem Gärtner Grüße aus, ja? Wenn ich ihn wieder sehe, mache ich das gerne. Die Äpfel werden verteilt. Ich sollte zurückgehen und im Garten die Grüße ausrichten. Ah, ernsthaft? So lernt man die Basis hier auch kennen, indem man einfach quer 10.000 Mal durchläuft hier. Hilfe. Ja, ich will nicht mehr beschweren. Aber jetzt habe ich Lust auf einen Apfel. Ich hätte sogar einen da. Ich weiß nur nicht noch, ob der noch gut ist. Ich hoffe schon. Wer wendet und wer nicht. Ach, die haben sich alle über diese Äpfel gefreut. Äpfel? Nebenbei, was ist hier für ein Raum? Da ist niemand. Da kommt sicher so vielleicht noch was. Mal gucken. Ach, da sind wir wieder. Die Fluchbrecher senden ihren Dank. Und ihre Grüße. Sie hatten nur Gutes über Martell zu sagen. Sie erinnern sich an sie? Nach all den Jahren? Aber ist wohl kein Wunder. So nett wie sie war. Sogar zu einem stammelnden Tollpatsch wie mir. Du wirst vermisst, Martell. Warum musstest du nur sterben? Sie hat für ihre Arbeit gelebt. Sie wollte nicht aufgeben, ehe wir süße Früchte genießen können. Und das tun wir nun. Als sie gestorben ist, habe ich einen Setzling nach ihr benannt. Nun ist er ein prächtiger Baum. Martell lebt weiter. Durch ihre Früchte. Und durch dich. Auch ihr Traum wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst. Darauf kannst du stolz sein. Ich, hab nicht wirklich viel getan, aber Dankeschön. So viel Nettigkeit habe ich nicht verdient. Übrigens, Otto hätte gern ein paar Äpfel. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, falls das nicht zu viel verlangt ist. Natürlich nicht. Ich sorge dafür, dass ihr beide genug bekommt. Sie mögen dein Obst, Martell. Ist das nicht wundervoll? Es ist an der Zeit, dass wir dir ein paar Geschwister einpflanzen. Ein paar viele, ja. Wir haben den ganzen Versteck hier zu beäpfeln. Martells Äpfel bekommen. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Gut. Dann auf. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu tun. Ich komme auch nur hier zum Roxaria. Also, jetzt. Obwohl, Moment, wartet. Ah, da müssen wir hin. Alles klar. Ich habe es ja vorhin geschrieben, wo das ist. Zum dunklen Griff. Ah, hier, da oben. Da oben soll das Monster sein, das ich jagen soll. Da kommen wir aber nicht gerade hin, wie ich sehe. Wir werden nämlich da rausgelassen, so wie ich das sehe. Gut, dann auf. Der Falkenschrei. Felsfalkenschrei. Mensch, muss es hier genau sein. Hätten wir Gav nicht mitnehmen sollen? Er war so motiviert. Wir brauchen seine feine Nase in Dalmekia. Nicht, dass uns Kupka überrascht. Für sowas ist Gav eben unser Mann. Ja, das ist er. Wie Sid schon gesagt hat, falls was schief geht, haben wir noch unsere Esper. Insbesondere, falls wir wieder die Chance nutzen müssen, um über uns hinauszuwachsen. Ich wusste immer, dass ich zurückkehren würde. Zurück nach Eisenholm. Wozu? Deine
deine Vergangenheit. Du hast es geschafft, mit ihr abzuschließen. Um dich auf deinem Weg begleiten zu können, muss ich das auch. Wir stellen uns eher zusammen. Bis zum Ende. Gehen wir. Gehen wir. Blutsbande. Ja, der Onkel von Clive. Da passt das mit dem Blutsbande. Wie weit mag der Einfluss? Ja, ich will mich nur kurz umsehen. Hier sind ein Haufen gesperrte Sachen gerade. Deiner Mutter reichen. Ob es im Süden genauso schrecklich zugeht wie an Marthas Rast? Sehr wahrscheinlich. Ich hoffe mal nicht. Wir sollten uns beeilen. Auf dem Weg nach Port Isolde liegen viele Siedlungen. Wir klappern sie einzeln ab und hören uns um. Oh yeah. Angefangen bei Amber. Ich will nichts sagen, ne, aber ich hätte gern, dass die Chocobo-Musik ein bisschen hell länger spielt. Da muss ich das machen. Ich vermisse die Chocobo-Musik ein bisschen. Wenn man auf dem Chocobo geritten ist, das ist schon die Chocobo-Musik. Ja, ich glaube, wir sind da. Mir noch nicht ganz. Die treten das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Ja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder legst du es auf ein Galgentänzchen an? Was, Galgentänzchen? Bist ein Händler? Gut. Du bist nicht von hier, oder? Nein, bin ich nicht. Und warte, der hat was hier Neues. Er hat die Hörer verrührt, die Limut rauslässt. Na gut, das brauche ich nicht unbedingt. Was ich aber haben will, sind Tränke. Ich habe die komplett... Bitte sehr. Vergessen nachzukaufen. Zum Glück gibt es hier eine sehr gute Wahl. Einen Händler, der uns sagen kann, jo, ich kaufe hier nach. Oh, kann ich was sagen, auch mehr verkaufen. Kann ich dir nicht zahlen. Warte, gut, das kann ich loswerden. Ein gerechter Preis, oder? Ja, ist schon ziemlich fein, was du hier, was ich dafür bekomme. Herstellung, 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 Herstellung. Ah, hier, Wertgegenstand. Käfer. Mehr kann ich dir nicht zahlen. Das Blut. Verkaufe ich sicher bald weiter. Der Rest ist Herstellung. Immer behalten. Ich weiß nie, wann man es brauchen kann. Bleib Gut. auf den Straßen. Dankeschön für diese Warnung. Das sieht hier aus wie Marthas Rast ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hallo. Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Also war es das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Ich glaube, der ist sehr so einer, das sagt. Gesicht macht übrigens ganz schön was her. Willst auch eine haben? Mein Schwert ist bereit dafür. Ach, der erste Bewohner ist schon mal nicht so nett zu Trägern. Und was sagt er hier? Entschuldigung, was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet.
Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen Antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Meinst du etwa, diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Schon möglich. Finden wir es heraus. Es ist möglich, aber ich glaube es eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Die suchen sicher irgendjemand anderen. Hallöchen. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool. Wir sind ja schon weg. Wir sind eine Gefahr, indem wir einfach hier durchgehen? Also Touristen sind überhaupt nicht willkommen hier. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich Sandbreck entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht. Ich hoffe, dass wir da mehr erfahren. Es ist nicht so schön, wenn man nichts weiß. Warte, ich will mal kurz hier die Karte haben. Ah, da geht's lang. Gut. Warte. Warum kann ich jetzt überall wieder hinreisen? Und vor allem war es gesperrt. Muss ich das verstehen? Nur so nebenbei. Ich frage lieber nicht nach.